Dann macht das wieder nicht. Thank you.
Ja, also wir nach dem Helfer, da gibt es dann größere Probleme. Auf 3 sollen quasi stoppen. 4 und 5 will er auch nicht anlaufen, sodass die Übungen befriedigend herausgehen. Beim Stellen und Verbellen, da kommt der Hund rein, aber da sollte auch die Bewachung etwas konzentrierter sein. Da wird er etwas instabil und als sie dann auch kurz vorm Abrufen sind, da macht er sich schon so selbstständig so ein Stück auf den Weg, sodass die Übung befriedigend wird. Zur Verhinderung eines Fluchtversuchs lässt der Hund sich sehr gut ablegen, aber den Griff, den erwischt er nicht voll vom Helfer, also da erwischt er den Ärmel hinten im Gelenk nur, den hält er aber fest bis zum Ablassen, trennt sauber, bewacht auch gut, eine gute Übung. Bei der anschließenden Abwehr des Angriffs aus der Bewachungsphase, da zeigt er einen sehr schönen, vollen, festen Griff, trennt auch sauber, bewacht auch sehr, bewacht eben nicht sehr gut. Da ist er dann einmal am Ende etwas unaufmerksam, da sollte er konzentrierter bleiben in der Bewachung, aber die Übung ist im hohen SG. Beim anschließenden Rückentransport, da fällt das schon mal ein bisschen vor, bleibt aber soweit beim Hundeführer. Die Übung ist auch noch im hohen SG. Beim anschließenden Überfall auf den Hund aus dem Rückentransport, auch hier steigt er sehr schön ein, zeigt auch einen ruhigen, vollen, festen Griff. Trennt auch, aber nach dem Trennen, da muss er noch einmal komplett einmal über den Ärmel drüber nachfassen. Ist dann aber eine Bewachung stabil, die Übung ist im SG. Beim anschließenden Angriff auf den Hund aus der Bewegung, hier lässt er sich gut nach oben führen. Kommt sehr schnell, steigt sehr gut ein, zeigt einen vollen, festen Griff, trennt sauber, bewacht vorzüglich, die Übung bleibt auch vorzüglich. Bei der anschließenden Abwehr eines Angriffs aus der Bewachungsphase, da fällt es ihm dann doch schon etwas schwerer, nachdem man ein schönes, volles Griffverhalten gezeigt hat. Da fällt ihm das Trennen schon nicht mehr ganz so leicht, da ist er schon etwas zögerlich dabei und am Ende auch die Bewachung etwas stabiler halten, dann wird er etwas instabil. Insgesamt eine gute Übung, da verbleibt heute bei TSB ausgeprägt ein Gut mit 85%.